heute in der Abendschau? Ich eröffne die große Debatte ums Geld. Des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ab Sonntag gilt die neue Smog-Verordnung. Und DDR-Gemeinde macht gegen Westmüll mobil. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Abendschau. Vor wenigen Minuten um 19 Uhr hat er begonnen, der Sonderparteitag der SED. Ein vorgezogener Termin, bedingt durch die brisante Entwicklung der Situation. Die heikle Frage, die sich die abgewirtschaftete Partei stellen muss, heißt Neugründung oder Erneuerung. Hierüber ist sicher noch keine Entscheidung gefallen, aber möglicherweise ist die Diskussion darüber schon in Gang. Gerhard Horstmeier meldet sich, so hoffe ich jedenfalls, jetzt live aus Ost-Berlin. Guten Abend nach West-Berlin. Frau Lazar und liebe Zuschauer, der Parteitag hat sich wirklich konstituiert und hat begonnen. Das war heute den ganzen Tag über sehr unsicher. Überhaupt war noch nie so viel unsicher um einen SED-Parteitag wie heute. Man wusste nicht genau, ob er nun im Palast der Republik tagen wird oder hier in der Dynamo Sporthalle. Nun hat er begonnen in der Dynamo Sporthalle und im Moment redet, und das ist wahrscheinlich auch ein Notprogramm, der Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow. Zur Entmilitarisierung in Zentraleuropa. Hans Modrow ist so etwas wie der einzige Hoffnungsträger. Neben ihm vielleicht noch Wolfgang Berghofer, der Bürgermeister aus Dresden, und Gregor Gysi. Das sind auch die drei Namen, die vielleicht demnächst als Parteivorsitzende diese Partei repräsentieren werden. Denn es ist ganz deutlich zu spüren, die Partei will sich nicht selbst auflösen. Die Partei möchte gerne, dass es eine SED weitergeben wird und die etwa 3000 Delegierten, die nun wirklich zum ersten Mal wahrscheinlich in dieser Partei echt gewählt worden sind, wollen ihre Partei so schnell noch nicht aufgeben. Das ist so in etwa, was sicher ist. Unsicher ist sehr vieles, nämlich wie lange man tagen wird. Möglicherweise die ganze Nacht durch und dann wird man aufhören. Möglicherweise wird man nur wählen. Möglicherweise wird man aber auch schon ein bisschen über Inhalte reden. Und schließlich völlig unsicher ist, wie die Bevölkerung reagieren wird. Denn heute wurde bekannt, dass fast das halbe Politbüro der SED, die alte Führung also, inzwischen im Gefängnis sitzt. Und wie soll eine Partei, die dermaßen belastet ist, überhaupt noch in einem Volk Glaubwürdigkeit kriegen? Das ist die große Frage und das wird sich heute Nacht hier entscheiden in der Dynamo-Halle. Wahrscheinlich ist man hierher gegangen übrigens, weil man sich fürchtete vor den Demonstrationen der Leute in Berlin und möglicherweise um eine neue Bescheidenheit zu demonstrieren. So weit von hier. Wir werden morgen wahrscheinlich alle mehr wissen. Zurück in die Abendschau. Ja, danke Gerhard Horstmeier. Aus Anlass dieses Sonderparteitages bringt der SFB heute eine Dokumentation über die Entstehung und Entwicklung der SED um 20.15 Uhr im dritten Fernsehprogramm. Live vom SED-Parteitag in Ostberlin gibt es dann um 21.50 Uhr im ersten Programm einen Brennpunkt. Thema DDR heute, Angst vor dem Chaos. Heute am späten Abend geht die Haushaltsdebatte im Abgeordnetenhaus zu Ende. Rund 25 Stunden wurde schon über den Gesamthaushalt debattiert. Wir haben zwei wesentliche Punkte herausgepickt: Wohnungsbau und Soziales. Bei der Aufnahme von Aus- und Übersiedlern ist Berlin an seine Grenzen gestoßen. Mehr als 50.000 Menschen sind in diesem Jahr in die Stadt gekommen. Allein 35.000 Plätze für Unterkunft und Verpflegung habe man förmlich aus dem Boden gestampft, sagte heute Sozialsenatorin Ingrid Stamer vor dem Parlament und verteidigte den Beschluss des Senats, Übersiedler aus Ost-Berlin nur noch aufzunehmen, wenn sie in West-Berlin Verwandte ersten Grades haben. Wir haben große Freude in dieser Stadt gehabt über die vielen Besucherinnen und Besucher. Wir dürfen aber über all dieser Freude diejenigen nicht vergessen, denen es in dieser Stadt schlecht geht, weil sie sich am unteren Ende der sozialen Skala befinden. Der soziale Friede in dieser Stadt muss bewahrt bleiben und dazu können wir alle auch beitragen, scheint mir. Das will die CDU auch, aber nicht auf Kosten der Übersiedler aus Ost-Berlin. Nach Auffassung der Christdemokraten sind es gerade soziale Gründe, die die Menschen veranlassen, zu uns zu kommen. Wie kommt es denn, dass der Sozialismus die Rentner, die hat er immer freigelassen. Nur die Rentner durften laufen, aber die Arbeitnehmer, die durften nicht laufen. Dabei geht es den Arbeitnehmern nämlich drüben auch dreckig. Sie verdienen im Durchschnitt 900 Mark pro Monat.
Und wissen Sie, wie viel die Menschen dafür drüben arbeiten müssen? Nicht 39 Stunden wie bei uns, sondern sie müssen knapp 44 Stunden dafür arbeiten. Und sie haben nicht 30 Stunden, nicht 30 Tage Urlaub im Jahr, sondern nur 18 Tage Urlaub im Jahr. Und jeder vierte Arbeitsplatz in der DDR ist gesundheitsgefährdend. Schwerpunkt im gesundheitspolitischen Teil der Debatte war der Pflegenotstand im Kranken- und Altenpflegebereich. Ein Problem, das sich nach Eindruck von Regierung und Opposition weiter verschärft. Der Senat möchte bessere Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel ein eigenes Referat für Kranken- und Altenpflege bei der Sozialverwaltung einrichten und die Einkommen verbessern. Man will auch strukturelle Veränderungen in den Krankenhäusern. Dort liegen noch immer zu viele chronisch Kranke. Sie sollen zukünftig in Wohnpflegeeinrichtungen betreut werden. Wir wollen eine Gesundheitspolitik, die nicht nur für die Behandlung von Kranken sorgt, sondern vor allem für ein gesundes Leben für alle, für Gesundheitsförderung und für soziale Gerechtigkeit. Die Opposition aber spricht von Sozialabbau. Für Behinderte ist nichts getan worden. Behindertenfreundliches Berlin, man hört es schon kaum mehr. Telebus, die ganzen Versprechungen nicht eingehalten. Die Pflegerente sollte in diesem Jahr erhöht werden. Nichts davon ist geschehen. Berlin braucht Wohnungen. Darüber waren sich heute bei der Beratung über den Etat des Bausenators alle Parteien einig. Das erklärte Ziel 35.000 Neubauten in 4 Jahren. Das muss geschafft werden, sagen SPD und CDU, wenn man die Wohnungsnot auch nur einigermaßen in den Griff bekommen will. Dafür stehen im nächsten Jahr knapp 2,1 Milliarden Mark zur Verfügung. Zustimmung bei der CDU zum Wohnungsbauprogramm des Senats ja, aber heftige Kritik an der Arbeitsweise des Bausenators. Das Jahresergebnis sei überhaupt nicht zu schaffen. Sie wollten 7.000 Wohnungen in dieser Stadt fördern. Geschafft haben Sie bis heute 4.782. Das ist rund zwei Drittel des Gesamtvolumens. Bei dem sozialen Mietwohnungsbau, der für die sozial Schwächsten ist, für die Einkommensschwachen, da liegen Sie bei ganzen 43% dessen, was Sie sich zum Maßstab gesetzt haben. Die enorme Zuwanderung nach Berlin bringt auch die Mietpreise ins Wanken. Bezahlbare Wohnungen sind so gut wie nicht mehr zu haben. Was bleibt? Der Weg nach Bonn zum Gesetzgeber, um die Mietpreisbindung wieder nach Berlin zurückzuholen. Die CDU sei bereit, der Koalition in dieser Frage zu folgen, konnte man heute hören. Kritik dagegen aus den Reihen der Opposition daran, dass der Senat künftig Aus- und Übersiedlern bei der Vergabe von Wohnungen keine Vorteile mehr einräumen will. Der Bausenator will Gerechtigkeit. Eine Bevorzugung der Zuwanderer, der Übersiedler, wird es künftig nicht mehr geben, weil wir dies im Interesse des inneren Friedens nicht mehr rechtfertigen können. Selbstverständlich werden Übersiedler auch weiterhin Wohnberechtigungsscheine erhalten. Dringlichkeitsbescheinigungen sollen aber nicht mehr automatisch ausgestellt werden. Und ich meine, dass unter der Perspektive von Freizügigkeit und freien Wahlen in der DDR jeder, der am Prenzlauer Berg oder in Treptow seine Wohnung aufgeben will, wissen sollte, was er sich und seiner Familie antut, wenn er nach West-Berlin übersiedelt. Der Bauetat wurde, wie zuvor der Sozialetat, gegen die Stimmen von CDU und Republikanern angenommen. Und jetzt ein Nachrichtenüberblick mit Renate Bauer. Neuer Höhepunkt der Abrechnung mit der alten Führungsspitze in der DDR. Der DDR-Generalstaatsanwalt hat Ermittlungsverfahren gegen Ex-Staats- und Parteichef Erich Honecker sowie weitere frühere Politbüromitglieder eingeleitet. Erich Mielke, Willi Stoph, Günter Kleiber, Werner Krolikowski und Hermann Axen. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch und Korruption. Die Wohnungen wurden durchsucht. Außer Honecker und Axen wurden alle festgenommen. Honecker ist schwer erkrankt und deswegen weder vernehmungs- noch haftfähig. Axen ist wegen einer Augenoperation in Moskau. Der Generalstaatsanwalt ermittelt außerdem gegen den früheren Vorsitzenden der Ost-CDU, Gerald Götting. Ihm werden finanzielle Manipulationen zum Nachteil sozialistischen Eigentums vorgeworfen. Bundesbürger und Westberliner können möglicherweise schon zu Weihnachten ohne Visum und Zwangsumtausch in die DDR reisen. Eine entsprechende Information kam heute von Vertretern der SED und des Neuen Forums. Nach ihrer Darstellung wird diese Frage bereits am sogenannten Runden Tisch zwischen den verschiedenen politischen Kräften diskutiert. In der DDR-Bevölkerung gäbe es zur Einreise von Westbesuchern ohne die bisherigen Formalitäten vor dem 1. Januar eine breite Zustimmung. Als Termin wurde der 23. Dezember genannt. Neuer Grenzübergang in Zehlendorf.
Die ersten Schaulustigen sind trotz Regen und Kälte gekommen, die einen informiert durch das Radio, die anderen durch Mundpropaganda. Grund, am Montag um 8 Uhr soll hier zwischen der Karl-Marx-Straße in Kleinmachnow, Bezirk Potsdam, und der Bench-Allee im Westberliner Ortsteil Nikolassee ein neuer Grenzübergang geöffnet werden. Auf westlicher Seite werden die Aktivitäten der Grenzsoldaten nicht ganz ordnungsgemäß, aber tatkräftig unterstützt, damit der Termin auch eingehalten werden kann. Kultursenatorin Martini hatte gestern Abend in West-Berlin ein Gespräch mit DDR-Kulturminister Keller. Das Thema: konkrete Schritte hin zu einer Kulturregion Berlin-Potsdam. Vereinbart wurde unter anderem, die Berliner Philharmoniker geben während der Renovierung der Philharmonie 1991 9 Doppelkonzerte im Ostberliner Schauspielhaus. Die Berlinale wird im Februar in beiden Teilen der Stadt veranstaltet. Der Europäische Filmpreis wird 1991 wahrscheinlich im Ostberliner Friedrichstadtpalast verliehen. Eine Premiere. Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel verkehren zwischen Berlin und Braunschweig Autoreisezüge. Das haben Bundesbahn und Reichsbahn heute vereinbart. Hauptgrund: Entlastung des Autobahntransitverkehrs. Die Züge fahren in beiden Richtungen am 22. und 23. Dezember sowie am 6. und 7. Januar. Zusätzlich einer von Braunschweig am 1. Januar. Genaue Informationen und Reservierungen in allen DER-Reisebüros. Feuer am Stuttgarter Platz in Charlottenburg. Gegen 0.45 Uhr wurde der Brand in einem Quergebäude gemeldet. Die Flammen breiteten sich vom dritten Stock bis ins Dachgeschoss aus und zerstörten es zur Hälfte. 5 Löschzüge und Sonderfahrzeuge mit etwa 100 Feuerwehrleuten rückten aus, um den Brand zu bekämpfen. 7 Personen, darunter 2 Kinder, konnten über das Treppenhaus gerettet werden. 2 Personen und ein Feuerwehrmann wurden mit Rauchvergiftungen und leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. In den Morgenstunden war das Feuer unter Kontrolle. Als Brandursache vermutet die Polizei Brandstiftung einer Wohnungseigentümerin. Ab Montag wird in den Berliner Kindertagesstätten gestreikt. Das haben die Gewerkschaften ÖTV und GEW heute bekannt gegeben. Bei einer Urabstimmung in den vergangenen Tagen hatten sich über 90% der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik ausgesprochen. Sie fordern mehr Personal und kleinere Gruppen in den Kindertagesstätten. Los geht es mit den Streiks am Montag in Kreuzberg. Lenkt der Senat nicht ein, sind für Dienstag auch die Erzieher in Spandau und Neukölln zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Donnerstag und Freitag droht dann der Streik in allen Bezirken. Zum ersten Mal in Berlin. Busspuren in der Mitte der Fahrbahn. Seit heute gibt es die Extra-Tour für die großen Gelben und Taxis auf der Rheinstraße in Friedenau zwischen Rönnebergstraße und Walter-Schreiber-Platz. Damit steht für den übrigen Verkehr nur noch eine Fahrspur zur Verfügung, was einige Autofahrer heute noch nicht wahrhaben wollten. Die rechte Fahrspur ist in voller Länge mit einem Halteverbot belegt und soll nur noch zum Be- und Entladen genutzt werden. Am Walter-Schreiber-Platz führt die Busspur wieder an den rechten Fahrbahnrand und endet kurz danach. Für die Hauptverkehrszeiten ist mit erheblichen Staus zu rechnen. Ob künftig Busspuren vorzugsweise am Straßenrand oder in der Fahrbahnmitte angelegt werden, soll jeweils nach den örtlichen Gegebenheiten entschieden werden. Bisher hat uns der Winter viel dicke Luft, aber noch keinen Smogalarm gebracht. Die Vorwarnstufe war zwar ausgerufen, an die Vernunft der Bürger wurde appelliert, doch die Autos rollten munter weiter durch die Stadt, selbst die ohne Katalysator. Der Grund: Haken und Ösen im Messsystem. Das soll sich ändern. Endlich. Bilder der vergangenen Woche. Dicke Luft über der Stadt. Die Umweltverwaltung schlug Alarm und über das Radio wurden die Berliner stündlich informiert. Die Senatorin für Stadtentwicklung und Umweltschutz hat die Vorwarnstufe des Smogalarms bekannt gegeben. Heizungsanlagen an Arbeitsplätzen sind so zu betreiben, dass die Raumtemperatur 18 Grad nicht überschreitet. Bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Diese Meldungen wird es in Zukunft öfter geben. Damit jedenfalls rechnen die Experten der Messzentrale des Berliner Luftgütenetzes in Dahlem, wo die Schadstoffdaten aus den Bezirken ausgewertet werden. Grund dafür ist die neue Smog-Verordnung, die am kommenden Sonntag in Kraft tritt. Mit ihr werden die Bestimmungen denen des Bundesgebiets angeglichen. Neu sind vor allem die Auslösekriterien für Smogalarm.
Es wird sich vor allen Dingen das Berechnungsverfahren ändern, mit dem die Smog-Situation festgestellt wird. Besonders wichtig ist dabei der sogenannte Schwebstaubfaktor. Das heißt, der Faktor, mit dem der in der Luft gemessene Schwebstaub noch einmal bewertet wird. Der betrug bislang 1,3 und wird in Zukunft 2,0 betragen. Das ist eine Angleichung an die Praxis der anderen Bundesländer und bedeutet in der Konsequenz, wir werden öfter Smog-Alarm haben und die Smog-Alarm-Situationen werden länger dauern. Dieses ist eine drastische Verschärfung. So hätte es beispielsweise letzte Woche nach den neuen Richtwerten an 3 Tagen bereits Smogstufe 1 und an einem Tag sogar Stufe 2 gegeben. Viele Autofahrer hätten dann ihren Wagen stehen lassen müssen. Neu ist auch die Regelung für Besucher aus der DDR. Bisher waren sie von den Fahrverboten ausgenommen. Sie dürfen dann weiter in die Stadt fahren, wenn Sie von weit ab, also aus Dresden, Leipzig, Rostock und so weiter kommen. Die Fahrzeuge, die aus dem Berliner Umland, aus dem Westberliner Umland sozusagen kommen, nämlich aus Potsdam, aus Frankfurt-Oder oder aus Ost-Berlin, aus dem Stadtgebiet, dürfen nicht einreisen. Die Regelung, diese sogenannte Umlandregelung, wie sie auch in westdeutschen Städten üblich ist, ist deswegen getroffen worden, weil man davon ausgehen kann, dass erstens die Leute informiert sind über die Rundfunksender und zweitens sie auch auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen können, der ja hier in der Umgebung von Berlin zur Verfügung steht. Ab Juni 91 tritt dann noch eine Verschärfung der Fahrverbote in Kraft. Danach verlieren die weißen und gelben Plaketten, die bis dahin das Fahren bei Smog erlaubten, ihre Gültigkeit. Dann dürfen bei Smog-Alarm nur noch Autos mit einem geregelten Cut nach US-Norm benutzt werden. Für sie gibt es jetzt die bundeseinheitliche G-Cut-Plakette. Ausnahmen vom Fahrverbot gibt es aber weiterhin für den grenzüberschreitenden Verkehr oder etwa zur Beförderung Schwerstbehinderter und für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren im Notfall. Lastkraftwagen bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen haben noch Schonzeit. Bis 1993 sind sie noch vom Fahrverbot ausgenommen. Kritiker bezeichnen die Neuregelung allerdings schon jetzt als veraltet. Und was in Zukunft mit den Dieselfahrzeugen geschehen soll, das hat man auch in der neuen Smog-Ordnung wohl vergessen. Erfreulich dagegen das Ergebnis von Gesprächen, die Umweltsenatorin Schreyer in Ost-Berlin mit dem DDR-Umweltschutzminister Reichelt führte. Die DDR zeigte sich an einem Daten- und Informationsaustausch mit den Meteorologen der Freien Universität interessiert, zur Verbesserung der Smog-Vorhersage und der Strahlen- und Ozonforschung. Außerdem will der Senat Messtechnik zur Luftüberwachung im Ostteil der Stadt zur Verfügung stellen und eine Angleichung der beiden Smog-Verordnungen in Ost und West erreichen. In den Gesprächen ging es aber auch um die Sondermülldeponien in der DDR, die ausschließlich unsere Abfälle aufnehmen. Weit über 1 Million Tonnen Müll fällt jedes Jahr in West-Berlin an. 400.000 Tonnen werden in Ruhleben bei der BSR verbrannt. Der weitaus größere Teil aber wandert in die DDR, verteilt auf 2 Deponien. Eine davon Schöneiche im Süden Berlins. Dort steht auch die noch immer umstrittene Sondermüllverbrennungsanlage. Gepasst hat es denen, die dort mit unserem Müll leben müssen, schon lange nicht. Doch laute Kritik wagte keiner. Nun aber, die Zeiten haben sich geändert, machen die Anwohner mobil. Wolfgang Kandeler war gestern auf einer Protestveranstaltung in Kalinchen bei Berlin. Auf dem Weg nach Schöneiche, die Strecke zur Deponie, ist nicht zu verfehlen. Täglich rollen hier an die 300 Mal Mülltransporter auf der schmalen Landstraße von West nach Ost. Durch kleine Dörfer, unüberhörbar. Der Unmut gegen die Müllkarawane wächst. Schöneiche. Als erstes fällt die Sondermüllverbrennungsanlage ins Auge. Für 70 Millionen Mark vom Senat bezahlt, gebaut von der Berlin Consult. Sie steht auf dem Deponiegelände, umgeben von Flüssen, Kanälen und Seen. Was vor ein paar Wochen noch undenkbar war, wir dürfen auf das Gelände, vorbei an der Sondermüllverbrennungsanlage. Sie ist noch immer nicht in Normalbetrieb gegangen. Unter anderem zu hohe Quecksilberwerte bei der Verbrennung seien daran schuld, heißt es. Die Giftmüllfässer stapeln sich. Die Deponie, 140 Hektar groß. Rund um die Uhr rollt hier der Müll an, auch Klärschlämme aus dem Bundesgebiet. Die Anwohner sind besorgt. 2 Gutachten über Schadstoffbelastungen des Grundwassers haben sie alarmiert. Es gibt keine zentrale Wasserversorgung im Umkreis. Alle fördern ihr Trinkwasser noch selber. Eine Zeitbombe, sagen die Anwohner. Hier in Kalinchen hat man von Anfang an versucht, die Kippe zu verhindern. Der Dorfbäcker erzählt. Für uns alle ist die Naherholung das Wichtigste.
Und wenn jetzt hier die Westberliner sowieso am Wochenende vielleicht zum Motzener See wollen möchten, möchten sie ja wahrscheinlich nicht in ihren Plastiktüten, die sie am Montag oder Dienstag weggeschmissen haben, ihre Mülltonne oder ihre Müllsäcke, denn hier am See baden, wenn die dann rumschwimmen. In der Dorfgaststätte hatte sich fast die Hälfte der 480 Einwohner zählenden Gemeinde versammelt. Betroffenheit rundum. Die Sondermüllverbrennung wurde uns einfach vor die Nase gesetzt. Zusagen für die Deponierung des Mülls sind nicht erfüllt worden. Keine Abdeckung, keine Grundwassermessdaten. Seit 1974 kämpfen wir gegen diesen Müll. Wir waren nie mit einverstanden. Wir wurden vom Müll, von der Deponie immer nur hingehalten und möchte auch sagen, belogen. Das Land, von dem wir sprechen, das war nicht volkseigenes Land, das war privates Land. Gutes Ackerland. Das beste Ackerland, was es eigentlich gab. Ich bin regelrecht genötigt worden, Land abzugeben, erzählte dieser Bauer. Fest bis 15 Pfennig, wer nicht wollt, nehmen wir Bergbaugesetz. So wird uns die Antwort, ne? Unser eigener Müll, der wird hier praktisch im Wald verkippt, einschließlich des Sondermülls, einmal im Monat. Die Wälder sehen unmöglich aus. Sind wir auch hinsichtlich des Mülls Bürger zweiter oder dritter Klasse? Wann gibt es da konkret für uns eine Aussicht, dass sich da was ändert? Wann wird endlich dieser Müllimport reduziert? Die Bezirksverwaltungs- und Deponievertreter sind problembewusst, aber ratlos. Die Gemeinde stellte Forderungen auf. Der Umweltminister soll zurücktreten. Die Sondermüllverbrennungsanlage ist ab sofort stillzulegen. Sie muss erst auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Die Deponie Schöneiche soll geschlossen werden nach Vertragsschluss 94. Und an den Kosten für die Sanierung der Deponie muss sich der Berliner Senat beteiligen. Und nun weitere Meldungen. Am sogenannten kleinen Parteitag der CDU am Montag in Berlin werden auch Reformvertreter aus der DDR teilnehmen. Die Union hat Sprecher des demokratischen Aufbruchs und namhafte Vertreter der evangelischen Kirche eingeladen. Auf der Sitzung des Bundesausschusses soll eine Deutschlanderklärung beraten und verabschiedet werden. Grundlage ist der 10-Punkte-Plan von Bundeskanzler Kohl. Richtig feierlich ging es im Hotel Kempinski zu, als die sportlich erfolgreichsten Schülerinnen und Schüler heute ausgezeichnet wurden. Die Schulsportplakette des Landes Berlin überreichten Staatssekretär Kuhn und die Spandauer Wasserball-Europameister Uwe Gassmann und Peter Röhle. Berliner Schüler waren in diesem Jahr besonders erfolgreich. 30.000 beteiligten sich an diesem Bundeswettbewerb. In den Disziplinen Turnen, Schwimmen, Basketball, Hockey, Leichtathletik und Tennis erreichten Berliner Schulmannschaften sogar den ersten Platz. Die Öffnung der Mauer hat dem Berlin-Flugverkehr einen zweistelligen Zuwachs gebracht. Rund 16% mehr Passagiere im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Berliner Flughafengesellschaft sprach heute von einem nicht vorhersehbaren Aufschwung. Nach dem 9. November seien besonders Medienvertreter und Schaulustige nach Berlin gereist. Auch noch in den ersten Dezembertagen. Als letzte Premiere in diesem Jahr hat die Deutsche Oper ein Werk gewählt, das zwar schon über 100 Jahre alt ist, aber seit der Uraufführung 1877 in Weimar nur selten auf den Spielplänen zu finden war. Samson und Dalila. Ein kleiner Vorgeschmack aus der Generalprobe. Ort und Zeit, Palästina um 1150 vor Christi, Samson, die Hebräer und Philizier. Regisseur Giancarlo Del Monaco liefert eine konventionelle Bühnenfassung mit monumental-archaischen Bildern. Dieses Werk kennen wenige. Der muss präsentiert werden in eine neue, betone ich, aber doch klassische Form, damit die Menschen eine Beziehung in unsere Zeit und zu diesem Werk kriegen. Und es ist ein Werk mit einer diskreten Dramaturgie. Etwas bekannter für ein breites Publikum sind vor allem die Duette aus dem zweiten Akt. Marjana Lipovcek und Wladimir Atlantow als Dalila und Samson. Und dann die klassisch bombastischen Bühneneffekte im Dunkeln. Chor und Ballett bestimmen im ersten und dritten Akt völlig die Bühne. Gesungen wird übrigens in französischer Sprache, diese Oper von Camille Saint-Saëns. 2,25 Stunden Spielzeit, bis Samson nach der Feier die Tempel der Philizier zum Einsturz bringt.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf morgen Abend. Das war genau vor einem Monat. Die Grenzen öffneten sich. Wie sieht es jetzt in der offenen Stadt aus? Abendschau-Reporter sind in der kommenden Nacht unterwegs. Im Bahnhof Friedrichstraße, in Kneipen am Prenzlauer Berg und in Berlin-Mitte. Und sie besuchen die Grenzsoldaten am Brandenburger Tor. Dies alles und vieles mehr sehen Sie morgen um 19 Uhr in einem Abendschau-Extra. Morgen 19 Uhr, ein Monat danach. Ja, und nach dem Abendschau-Extra, da gibt es natürlich um 19.22 Uhr Ihre Berliner Abendschau. Ich wünsche Ihnen schon heute ein schönes zweites Adventwochenende. Auf Wiedersehen.